Ja, guten Tag hier aus dem Esszimmer. Ja, Bayern heute zu Hause gegen die Tabletten, gegen Leverkusen, nur unentschieden. Das tut mir aber im Herzen leid. Leverkusen hat einen Punkt gewonnen, die Bayern zwei verloren. So kann das Wochenende schon mal starten. Ja, und ansonsten, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ein sensationeller Freistoß wird aus gut 25 Metern von Leverkusen direkt verwandelt. Das ist natürlich unschlagbar. Da kommt selbst ein Torwart von dem FC Bayern München nicht ran. Ja, dieses Kugel-Kack-Tor von den Komischen aus München da zum 1:0, ja, mein Gott, das kann passieren. Das ist nicht das Problem. Da hat man schon Schlimmeres gesehen. Ja, wie gesagt, mit dem 1:1 gut gefangen. Auch unentschieden in die Pause gegangen. Das hat für Leverkusen schon mal gut funktioniert. Sie standen stabil. Sie haben gut versetzt gespielt. Immer wieder die Seiten gewechselt, um die Bayern auszuspielen. Ja, Halbzeit. Dann zweite Hälfte hat Bayern den besseren Start. Ja. Dafür haben sie die individuell stärkeren Spieler natürlich in seinen Reihen. Und haben sie aber leider nicht auf die Tapete gebracht. Dafür ist dann Leverkusen aufgekommen. Sie haben Leverkusen kommen lassen. Sie haben dann gespielt. Jo. Und Bayern 2:1. Wieder fast aus dem Nichts. Kam wieder irgendwas in den Strafraum Bayern 2:1. Wie so eine, ja, was sagt man dazu? Es ist irgendwie wie die Wundertüte. Man weiß nicht, was rauskommt. Ja, und dann kommt ein ominöser Freistoß. Beziehungsweise ein 70 Meter Distanzschuss von Leverkusen, der fast sogar noch reingegangen wäre. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Das wäre das Ding gewesen am Spieltag. Leider nicht. So häufig geht der halt eben leider nicht rein. Da muss schon alles passen. Ja, und hinten raus hat Leverkusen dann in der 89. Minute, glaube ich, sogar noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen nach Videobeweis. Ja, und das 2:2 gemacht. Auch bei dem Elfmeter kam der Torwart nicht ran, weil er sehr platziert geschossen wurde. Schön hoch in die Ecke. Und damit 2:2, Bayern konnte zwar noch zum 3:2 erhöhen, hat aber leider eine Abseitsaktion vorher gehabt, also hat es nicht gegolten. So gewinnt Leverkusen einen Punkt in München, bleibt Tabellenführer, die Bayern kacken ab. Und damit ist das Wochenende schon mal gut gestartet in meinen Augen. Morgen gucken wir mal, wie der Rest kommt. Und am Sonntag bin ich ja dann selbst im Stadion. 96 gegen Osnabrück. Mal gucken, was das wird. Alles klar. Das war die Kurzzusammenfassung vom Freitagabendspiel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Spieltagsanalyse Hannover 96 gegen Osnabrück. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und habt einen schönen Abend.